Hallo, wir sind wieder da und beenden hoffentlich mal langsam unser Wellenreiten hier. Oh. Hatten wir euch schon? Hatten wir euch schon? Nein, wir hatten euch nicht. Wir nehmen es als Geschwister mit dir auf. Ihr seid schon mal nettere Geschwister als die letzten, die wir getroffen haben. Zumindest scheint ihr irgendwie zusammenzuarbeiten. Na, wenn das kein Dreamteam ist, was ich habe. Das wird sehr, sehr wehtun. Bam. Das dürfte es nicht überstehen. Sehr gut. Wir konnten nicht gewinnen, trotz unserer Zusammenarbeit. Tja, so ist das Leben manchmal. Oh, nee. Ich habe gerade meinen Schutz benutzt. Oh, man. Hi. Gibt's hier was Wichtiges für mich zu holen? Also, nee, nee. Was ihr zu sagen habt, interessiert mich nicht. Aber du, Angler, du könntest etwas sagen, was mich interessiert. Das Volk von Floßbrunnen fischt und taucht. Das gehört zu ihrem Leben. Du gibst mir keine Angel? Schau mal, das ist nicht hübsch. Die Häuser stehen auf dem Wasser. Ich wurde hier geboren. That is interesting. Ich glaube aber nicht, dass es hier in der Stadt irgendwas für mich zu holen gab, was sonderlich wichtig wäre. Oder gibt es hier irgendwie TM, die ich mitnehmen kann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hast du schon viele verschiedene Pokémon genommen? Ich wollte, ich wäre du. Okay. Hallo Trainer, würdest du Pokémon mit mir tauschen? Lubella, hast du das Pokémon? Ich gebe dir mein Corazon dafür. Ich habe keinen Lubella. Ich glaube, ich hätte noch nicht einmal die nötigen Sachen, um es zu bekommen. Also beziehungsweise ein Mirapla hätte ich, aber ich glaube, ich habe keinen Sonnenstein. Ich glaube, so etwas haben wir noch nicht gefunden. Ja, ja, ja. Das interessiert mich alles herzlich wenig. Gebt ihr mir Items oder nicht? Und natürlich kann ich auf diesen Scheißflößen nicht rennen. Ich meine, warum sollte ich auch? Hast du irgendein... Ich bin die wichtigste Person des Pokémon-Fanclubs. Ich bin der kleine Bruder des Vorsitzenden. Ich genieße hier die Ferien mit meinen Pokémon. Ja, das tue ich. Ah, dein Pokémon. Es mag dich offensichtlich sehr. Ein derart liebevolles und wunderbares Pokémon verdient eine TM. Hey! Das ist doch bestimmt TM-Anziehung, oder? Oh, es ist Rückkehr. Wenn es dich nicht mag, wird die Kraft von Frustration verstärkt. Aber wer gibt seinem Pokémon schon Frustration? Jetzt mal ohne Witz. Rückkehr ist natürlich eine richtig schön starke Attacke. Und so ziemlich... Und jeder in meinem Team kann sie lernen. Ich könnte sie später vielleicht Jasmin beibringen. Aber noch hat Jasmin nicht den nötigen Freundschaftswert, glaube ich. So lange haben wir sie noch nicht im Team. Aber es wäre eine gute Alternative später für Risikotackle, weil sie von der Stärke her, glaube ich, gleich sind. Wenn Freundschaft hoch ist. Die Pokémon sagen... Fliegt es die ganze Zeit über rum, muss es sich ausruhen. Ja, gut. Ein Himmels-Pokémon. Ja, Stadt? Davon habe ich noch nie gehört. Oh, woher kommst du? Nein. Nein, da gibt doch gar keinen Sinn. Du musst doch von irgendwo herkommen. Oh, warte, du bist. Woher wärst du in der Tiefe des Meeres geboren? Nein. Nein, Dude. Hey, Hilfe, ich bin eingekreist. Oh Gott. Okay. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen weiter. Auch wenn mein Schutz jetzt gleich wahrscheinlich ausläuft. Oh nein. Oh nein. Oh, oh nein. Oh, oh, hier sind die Strömungen. Oh nein. Das mit den Strömungen ist so eine Sache. Je nachdem, welche Strömung wir nehmen,
landen wir nämlich auf der Route irgendwo anders. Und es gibt hier so viele Sachen, die man finden kann. Okay, wieso fangen wir nicht einfach hier an? Okay, wir sind auf einer Insel. Nein! Ah, ich wollte gerade noch Zeit nach vorne stellen. Oh Gott, nein! Jetzt versäume ich gerade eine gute Möglichkeit, ihn wieder im Kampf zu benutzen. Oh, Mist, ey. Oh. Aber wisst ihr was? Ich wechsle ihn einfach ein. Weil wir müssen den guten Oma wieder trainieren. Nur auf dieser Route ist es halt sehr, sehr schwer. Ich bin noch gar nicht am Pennen. Naja. Ja, Erdbeben. Machen wir es sofort ganz weg. Bye. Sehr schön. Oh, diese Wertesteigerung. Wir können es auch gerne mal Flammenwurf lernen, Zeit. Hätte ich nichts gegen. Oh je. Maschok. Oh, gut. Weg damit. Sehr, sehr geil. Was kommt jetzt? Noch mal Quito. Okay. Mir fällt gerade auf. Oh, ich sehe meine Frames. Oben links werden meine Frames wieder angezeigt. Was ist passiert? Ich habe verloren. Ich gestehe die Niederlage ein. Ich habe vorhin gar nicht vorgelesen, was er gesagt hat, weil ich so frustriert darüber war, dass ich Zeit nicht nach vorne ins Team gesetzt habe. So, kann ich hier irgendwo schon sehen, wo ich lande? Da. Da ist ein ruhiges Wassergebiet hier in der Mitte. Ha. Okay, bleiben wir erstmal unten hier. Okay, wir sind hier in einer... Wow, okay. Ich führte ein Leben in Kummer und Elend. Es hat mich hierher verschlagen. Und hier bin ich gestrandet. Das ist sogar fast traurig. Ich will mich mal ein bisschen boosten. Gurdini kann mir sowieso nicht so viel antun. Das dürfte so gut wie gar nicht wehtun, ja, sag ich doch. Und ich will mal ein bisschen Spaß haben. Und wenn ich immer noch nicht finde, dass das wie ein Tanz aussieht, so überhaupt gar nicht. Bam! Da kommt ein Gold King. Das habe ich mir gedacht. Wupp. Attacke! Schön. Noch schöner. Nicht sehr schön. Aber naja, was will man machen? Eine weitere Niederlage. Mich wundert, dass die Pokédollar, die man hier auf der Route bekommt, so unterschiedlich sind. Für manche kriege ich so 1000, dann wiederum andere geben mir so, wie jetzt 200 bis 300. So, jetzt noch du. Willkommen, ich habe dich schon erwartet. Wer bist du? Wer zum Henker bist du? Kennen wir uns? Okay, du hast einen Sepa, das ist cool. Das freut mich für dich, dass du eins hast. Wassertempo, ja, das ist mir klar, dass dieses Pokémon Wassertempo hat als Fähigkeit. Wodurch es hier eigentlich einen Vorteil haben müsste. Das ist auch so eine Sache, die mich wundert. Weil Wassertempo prockt ja nur bei Regen, also ist nur bei Regen aktiv. Wieso nicht hier auch auf dem Wasser? Wahrscheinlich wäre das ein bisschen zu krass. Aber es würde dem Spieler mal so ein bisschen
so eine Herausforderung geben. Ich find's sowieso cool, dass wirklich. Nein, bitte! Dass Fähigkeiten wirklich auf die Umgebung und nicht auf das Wetter auch funktionieren. So wie in der Wüste. Ich meine, ja, da hat der Sandsturm getobt, aber auch einfach so. Wenn man in einem Wüstengebiet oder in einer Wüstenarena ist, Sandscharer, Sandgewalt, alles aktiv. Wenn man auf einer Wasserebene ist, wird Wassertempo und sowas aktiv. Warum nicht? Das wäre doch mal eine schöne Änderung. Auf jeden Fall besser als diese komischen 3 gegen 3 Kämpfe. Oh. Wo sind wir denn hier? Item? Nein. Item? Nein. Item? Nein. Hier aber Item? Nein. Item? Nein. Item? Keine Items. Wo sind wir? Es ist also egal, wo wir weitergehen, wa? Okay. Yeah. Hi. Ich kann nicht sehen, ob es irgendwo weitergeht. Gehen wir mal hier weiter. Yeah. Oh nein, wir sind knapp dran vorbei. Okay. Was können wir hier tun? Oh, hi. Was für ein lustiges Männchen bist du denn? Du bist ein Vogeltrainer. Hi. Die wilde Strömung in dieser Region hilft uns dabei, stärker denn je zu werden. Oh nee, warte mal, du bist ein Asttrainer, oder? Was bist du, ein Drachenzähmer? Ein Drachenprofi. Kindwurm. Hi. Hallo, kleines Drachen-Pokémon. Wie geht's dir? Fahr bitte zur Hölle. Batsch. Ich gehe meine Niederlage zu. Das ist schön für dich. Okay, das war's schon wieder. Upsala, weil ich will da oben nicht lang, ich will weiter hier unten lang. Ach, Menno. Ein Schritt, okay, hier lang, okay, ja. Ja, genau, hier lang. Yay, okay, wir werden so oder so hier gelandet. Item. Würde es uns was bringen, wenn wir hier lang gehen? Kommen wir da unten nämlich hin, weil wir hier keine Ströme. Nein, das bringt uns gar nichts. So, sind wir jetzt wieder. What is this? What? What is. What? 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 What are you? What kind of sorcery is this? What? What? Was ist das? Was zum Fick geht hier vor? Was zum. Was ist das? Was zum. Zum Henker. Okay, wir hauen hier ab. Das ist mir etwas zu strange. Zurück nach Flussbrunn City. Was war das gerade? Holy shit! Da kriegt man ja Existenzängste. Okay, jetzt gehen wir mal hier oben lang. Und zwar hier oben, ganz oben. Ach komm. Ich weiß, ich habe jetzt ziemlich viele Schritte damit verbraucht, aber das musste sein, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, yeah. Okay, wir werden so oder so hier gelandet. Na, dann kommen wir nicht weiter. Hi, komm her. Zeig mir, was du hast.
Und ich meine nicht, was unter deinem Bikini ist. Obwohl, ja, vielleicht später. Ich versuche, mich von den Strömungen fernzuhalten. Eine gute Entscheidung. Ach übrigens, wenn diese Leute hier alle festsitzen, warum biete ich ihnen nicht an, mit mir mitzufliegen auf Janine? Ich meine, wir würden wahrscheinlich wegkommen. Ich auf Janines Rücken und dann mit ihren Klauen hält sie die an den Armen fest und dann fliegen wir davon. Ich meine, diese Menschen sind doch hier allesamt dem Tode geweiht. Sie haben keine Nahrung bei sich, kein Trinkwasser. Nur ihre Pokémon, die ihnen nicht helfen können. Hibiskus. Weg mit dir. Du bist eines der nutzlosesten Pokémon, die ich kenne. Dazu, Meryl. Ich habe auch eins. Aber meins ist cooler als deins. So deal with it. So, wird's gemacht. Oh, bitte nein! Was denn? Ich habe nichts getan. Ich wurde weggespült, ich habe vollständig die Orientierung verloren. Oh. Wir gehen oben lang. Yeah! Hm? Da ist ein Pokéball. Als Kind war ich andauernd erkältet, aber seit ich mit dem Schwimmen angefangen habe, bin ich fit. Das ist eine schöne Geschichte. Was hast du denn Schönes in Tohaido? Ich glaube eine Psychokinese, nein. Tja, zum Glück habe ich nicht vor, dich physisch anzugreifen. Wo ist eigentlich der Sinn darin, ein Pokémon, was so gut wie keine Verteidigung hat und sowieso mit einer Attacke sofort stirbt, Rauhaut als Fähigkeit zu geben? Na egal. So, was haben wir denn da? Plus 4 Spezialangriff. Das kann sich doch sehen lassen. Ich bitte um mehr Kraft. Was ich mal so überlegt hatte, wollen wir eigentlich... Soll ich mal hier, den Rahmen ändern? Auf den Standardrahmen? Ich weiß ja nicht, ich mochte halt das Retro. Aber vielleicht ist das ja auch eine recht akzeptable Idee. Okay, wir können eh hier nur weiter. So, wo sind wir? Ein Pokéball! Ein Sternstück. Wofür waren die nochmal? Konnte man die verkaufen? Ich glaube, die konnte man verkaufen. Hat die Strömung dich hergebracht? Das nenne ich Schicksal. Lass uns kämpfen. Was? So funktioniert Schicksal, das Schicksal nicht. Oh, ich habe gar nicht ausgetauscht. Eigentlich sollte Mantia jetzt nach vorne. Na egal. Ja, das Menü kann von jetzt auch noch ruhig so bleiben. Ich will mal wieder eine Psychokinese sehen. Na gut, dann setze ich Mantia jetzt im nächsten Kampf halt nach vorne. Ein Fehler, ich habe nie aufgepasst. Was kommt jetzt noch? Ein Seejung. Okay, Mantia hätte es schwer gehabt gegen die beiden jetzt hier. Bye bye. Du bist nicht mehr das süße Seemops, das ich kannte. Stark, viel zu stark. Ich weiß. Toll, oder? Also toll für mich, schlecht für dich. Ab durch die Mitte. Hier ist noch einer. Hier sind sogar zwei. Komm her. Hi. Selbst Pokémon, die schwimmen können, werden oft von der Strömung erfasst. Ja, das merke ich. Das merke ich sehr wohl. Sternduch, hä? Ein Sternduch, hä? Laubklinge. Und als letztes ein Starmie, ein ganz großer Brocken, hä?
ein ganz großer Brocken, wie ich sehe. Patsch! Au, au. Au. Stirb bitte. Wird es reichen? Ja, gerade so. Gut. Ah, yeah! Ist er gerade in die Luft geflogen? Nein. So, dich machen wir noch. Dreh dich um oder ich spreche dich einfach an. Meine Libiskus möchten ihren Spaß bei einem Kampf haben. Machst du mit? Von mir aus. Libiskus, das heißt, ich kann mich wieder hochheilen. Ich sehe keine Gegner, ich sehe HP. No. Oh. Oh. Hm. Hat's gut geschmeckt, Manti? Ich sehe schon. Und das Laubklinge. Laubklinge. Okay. Das war Zeitverschwendung. Aber hey, ein paar EP hat's gegeben. Und ich bin vollgeheilt. Also Mantis vollgeheilt. Yeah, level up. Aha, okay. Kann sich. Ist akzeptabel. Kann sich sehen lassen, durchaus. Hupsi. Hupsi Daisy. Und dann setzen wir jetzt Jester wieder nach vorne. Und gehen in die Strömung, kommen hier raus. Gehen hier jetzt in die Strömung. Schwupps, vielleicht liegt hier aber was rum, was ich mitnehmen kann. Nein, sieht nicht so aus. Dann gehen wir jetzt hier oben in die Strömung wieder rein. Njong. Jetzt sind wir wieder in Graphiport City, nämlich. Du bist immer noch da. Das ist creepy as fuck. Wenn aus dieser Situation jetzt hier, die ich habe, keine Creepypasta geschrieben wird, dann weiß ich auch nicht. So. Wir werden das noch ein, zwei Mal durchziehen, denke ich mal. Und versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Allerdings nicht jetzt, sondern im nächsten Part. Bis dahin dann, bis nächsten Sonntag. Baba!